Der Integra Type R ist für Honda mehr als nur ein neues Modell. Dieser Hochleistungssportwagen ist der Startschuss zu einer ganz neuen Modellreihe, der Type R-Serie. R steht für Racing. Klar, dass der Integra Type R diesem Anspruch gerecht werden muss, in Leistung und Handling. Wir werden dieses attraktive Kraftpaket jetzt in Aktion erleben. Ich freue mich, Ihnen starke Optik und überlegene Fahrleistungen präsentieren zu dürfen. Unser Ziel? 3 von 9 legendären europäischen Rennstrecken, auf denen dieser neue Bolide angetreten ist, um eine Mission zu erfüllen. Neue Rundenrekorde für Gruppe N-Fahrzeuge der 2-Liter-Klasse. Also Serienmodelle mit geringfügigen Modifikationen. Für jede der 3 Rennstrecken hat Honda einen renommierten Topfahrer engagiert. Für den Nürburgring Altfried Heger. Für den Ardennenkurs von Francorchamps Thierry Tassin. Und im englischen Silverstone geht Gabriel Tarquini auf Rekordjagd. Er wird uns den Integra Type R auch noch auf dem Stadtkurs von Monaco, dem Schauplatz vieler Formel-1-Erfolge mit Honda-Motoren, präsentieren. Startfrei für den ersten Rekordversuch auf dem Nürburgring. Motorsportchef Trevor Elliott hat das Wort. Auf dem Nürburgring hat Honda Motorsportgeschichte geschrieben, in der Formel 1 und im STW Cup. Der Integra Type R schreibt heute das nächste Kapitel und lässt den Ruhm vergangener Tage wieder aufleben. Martin Sharp ist als Teamleiter für die Vorbereitung des Integra Type R verantwortlich. Er sagt uns, warum diese Rekordjagd so wichtig ist. Neun Rennstrecken in einem Monat, eine große Herausforderung für Mensch und Maschine. Und natürlich eine tolle Leistung, die Europas Sportwagenfans vom Potenzial des Integra Type R überzeugen wird. Denn dieser Typ hat es wirklich drauf. Die völlig unterschiedlichen Rennstreckenprofile werden den Wagen bis an seine Grenzen fordern. Aber dieses Powerpaket hat das Potenzial, alle Rundenrekorde einzustellen. Dennoch eine schwierige Aufgabe. Die erste Herausforderung, den Rundenrekord auf dem Nürburgring zu brechen. Altfried Heger, übernehmen Sie. Für einen Tourenwagen-Profi wie ihn kein Problem. Er kennt die Strecke wie seine Westentasche. Aber auf den Gruppe N-Wagen muss er sich erstmal einstellen. Altfried Heger startet zum ersten Versuch mit dem Integra Type R. Zwei Runden sind absolviert, allerdings ohne Rundenrekord. Was meint der Profi? Das ist der erste Gruppe N-Wagen, den ich auf einer Rennstrecke fahre. Ich bin von der Power des Integra Type R beeindruckt. Okay, wir modifizieren jetzt die Hinterachsgeometrie und ändern den Reifendruck. Mal sehen, ob das ein paar Sekunden bringt. Das Auto schafft's, da bin ich sicher. Aber ob ich es schaffe, die 4 fehlenden Sekunden aufzuholen, ich werde mein Bestes geben. Alfred ist ein Vollprofi, der immer volle Leistung bringt. Von der Spannung am Ring nach Monaco, einer der berühmtesten und schwierigsten Rennstrecken der Welt. Mal sehen, ob der neue Integra Type R einen Spitzenfahrer wie Gabriel Tarquini aus der Ruhe bringen kann.
sein. Keine Frage, Monaco ist der schwierigste Grand Prix-Kurs der Welt. Und das hier ist die berühmt-berüchtigte Links-Rechts-Schikane am Casino. Verdammt schwer zu fahren wegen des glatten Asphalts. Diese Kurve, die Virage de Porte, werde ich nie vergessen. 1989 lag ich in meinem vielleicht besten Formel-1-Rennen überhaupt an vierter Stelle, als mein Motor versagte. Das ist der fantastische Tunnel. Den kann man in der Formel 1 mit 200 Stundenkilometern anfahren und dann bis zum Bremspunkt auf 300 hochbeschleunigen. Jetzt sind wir an der Chicane de la Piscine, der Schwimmbad-Chicane, auch eine der großen Herausforderungen in Monaco. Schauen Sie sich diesen Integra Type R an. Sein Styling, seine Leistungscharakteristik, sein ganzer Auftritt zeigt die Motorsporterfahrung von Honda. Dieser Wagen ist konsequent auf Höchstleistung ausgelegt. Ein Rennwagen mit Straßenzulassung. Schauen Sie sich diesen Motor an. 1,8 Liter Hubraum, 190 PS und die Honda-typische VTEC-Technologie. Dazu ein extrem günstiges Leistungsgewicht und ein perfekt auf die Motorleistung abgestimmtes Fahrwerk. Und Recaro-Sitze, die perfekt auf die Fahreranforderungen zugeschnitten sind. Noch ein Wort zum Motor. Die Maschine dreht problemlos bis über 8000 Touren. Der kraftvolle Sound geht einem dabei durch und durch. Das ist Power, die man hören kann. Bremsverhalten und Bremskraft sind fantastisch. Aus der Haarnadelkurve mit Vollgas, kein Problem. Der Integra Type R mit seiner speziellen Differentialsperre bleibt auch bei voller Beschleunigung aus der Kurve auf Kurs. Schnelle Kurvenkombinationen, das reine Vergnügen. Hier spürt man die perfekte Abstimmung und die ausgewogene Gewichtsverteilung. Der Wagen bleibt immer unter Kontrolle. It's smooth and it's very easy to control. Suspension coming. Gerade bei der Fahrwerksabstimmung kommt die Motorsporterfahrung von Honda voll zum Tragen. Das Handling ist bis in den Grenzbereich gutmütig, eben rennwagenmäßig. From the setup, it's very close to a racing car. Die Philosophie hinter dem Integra Type R lässt sich in zwei Worte fassen. Leistung satt und Fahrspaß pur. So wird Höchstleistung zum reinen Vergnügen. Was hat Honda zu diesem gewagten Schritt bewegt? Eines Tages meinte Honda-Chef Kawamoto nach einer Besichtigung aktueller japanischer Modelle: Jungs, es sind wirklich tolle Autos, aber keines davon ist wirklich faszinierend. Wir von Honda haben Motorsportgeschichte geschrieben und die Formel 1 jahrelang geprägt. Lasst uns ein Auto bauen, das diesen Anspruch gerecht wird. So entstand die Type A-Reihe. Das R dabei für Racing steht, erkennt man auf den ersten Blick. Das Type-A-Konzept ist die Weiterentwicklung von Hondas Rennvergangenheit. Erfahrene Formel-1-Ingenieure haben mit dem Integra Type-R ein Straßenfahrzeug mit dem Herz eines Rennwagens konstruiert. Dieser Type-R ist gelebte Rennsportphilosophie. Das Fahrfeeling, der direkte Kontakt und die ungefilterten Reaktionen. Hier geht es um Fahrleistung und um Fahrspaß pur. Auf der fantastischen Rennstrecke in Silverstone macht sich Gabriel Tarquini daran, den Rundenrekord zu brechen. Die Modifikationen beschränken sich auf ein Minimum. Ein paar
paar Eingriffe an Fahrwerk und Bremsen, zum Beispiel weichere Bremsbeläge, aber das war's auch schon. Dieser Integra Type R kommt dem Straßenmodell sehr nah. Typisch Honda. Die arbeiten mit so geringen Toleranzen, dass wir in den 10 Jahren unserer Zusammenarbeit nur selten nachbessern konnten. Aus dem Probelauf hat der erfahrene Profi Gabriel Tarquini einige Optimierungsvorschläge mitgebracht. Wir testen unterschiedliche Abstimmungen, um die beste für den Rekordversuch herauszufinden. Aber die Basis des Integra Type R ist optimal. Und ich bin sicher, der Rekord wird fallen. Inoffiziell hat Gabriel den Rundenrekord schon leicht unterboten. Jetzt will er noch einen draufsetzen. Nicht schlecht. Ein echter Champion. Gabriel Tarquini hat den Rundenrekord für Gruppe-N-Fahrzeuge um unglaubliche 8 Sekunden unterboten. Für uns ein echtes Erlebnis, dass Rennfahrer dieses Kalibers unser Auto fahren. Während der Rundenrekordversuche hatten ausgewählte Journalisten die Möglichkeit, den Integra Type R auf der Straße zu testen. Hier zwei Zitate. AutoExpress. Am Integra Type R gibt es schwerlich etwas auszusetzen. Ein Auto, das ein so breites Lächeln auf das Gesicht seines Fahrers zaubert, muss etwas ganz und gar richtig gemacht haben. Autocar? Der Integra Type R ähnelt vom Charakter her dem Ferrari 355. Wenn das nicht ausreicht, ihn zum besten japanischen Auto zu machen, wüsste ich nicht, was sonst. Der Schauplatz unseres letzten Rekordversuchs, Spa-Francorchamps in Belgien. Der Pilot Thierry Tassin gibt Gas. Well, it's very exciting. Engine is wonderful. Ganz schön aufregend, der Motor ist super stark. Das reine Vergnügen, die Gruppe N-Version auf der tollen Strecke hier in Spa-Francorchamps zu bewegen. On a fabulous track, Spa-Francorchamps. Die Mechaniker treffen letzte Vorbereitungen für den ultimativen Rekordversuch. Die Testreihe war ein Riesenerfolg. Spa als eine Strecke für Vollblutrennfahrer ist die letzte Herausforderung. Wir haben bisher überall den Rundenrekord für Gruppe N-Fahrzeuge gebrochen. Nur in Österreich, wo es allerdings regnete, haben wir ihn um 2 Sekunden verfehlt. Auch nicht schlecht, oder? Das Wetter in Spa-Francorchamps ist berüchtigt. Plötzliche Wetterumschwünge, trockene und nasse Streckenabschnitte, Sonne und Regen innerhalb einer Runde. Hier ist alles möglich. Ein Blick zum Himmel verheißt nichts Gutes, als Thierry Tassin zu seinem Rekordversuch mit dem Integra Type R startet. In Spa-Francorchamps. Das Wetter hielt, ganz im Gegensatz zum Rundenrekord, den Thierry Tassin deutlich unterboten hat. Der Kommentar des erfolgreichen Piloten. Im Motorsport weißt du nie, was auf dich zukommt. Deshalb war ich auch nicht hundertprozentig sicher, den Rekord brechen zu können. Aber wir haben unser Ziel erreicht. Ah!
Die hier gezeigten Erfolge sind das Ergebnis der Verbindung wegweisender Technologie und erfahrener Renningenieure von Honda. Der extrem drehfreudige Motor überzeugt selbst Profis durch sein spontanes Ansprechverhalten und beeindruckende Beschleunigungswerte. Kurvenverhalten und fadingfreie Bremsleistung sind dank des rennstreckenerprobten Fahrwerks ebenfalls über jede Kritik erhaben. Herausragend die Spurtreue bei minimaler Untersteuerung. Das Schönste am Integra Type R, man sieht ihm seine Sportlerqualitäten an. Sein dynamisches Design und kraftvolle Optik bis ins Detail machen ihn zu einem faszinierenden Blickfang, selbst wenn er steht. Fazit: Der Honda Integra Type R bietet mit seinen überlegenen Leistungs- und Sicherheitsreserven ein Fahrerlebnis der atemberaubenden Art.